Religion ist eine psychische Erkrankung, genauer gesagt eine neurologische Störung. Diese stark umstrittene These vertreten einige bekannte Wissenschaftler, darunter Richard Dawkins und Sigmund Freud. Haben wir Religion bisher womöglich nur aufgrund ihrer großen Verbreitung verharmlost? Oder brauchen wir den Glauben sogar, um gesund und glücklich zu sein? Leidet ein Mensch an einer Wahnvorstellung, so nennt man es Geisteskrankheit. Leiden viele Menschen an einer Wahnvorstellung, dann nennt man es Religion. Die These ist natürlich sehr kontrovers. Deshalb möchte ich sie so sachlich und objektiv wie möglich behandeln. Dazu schauen wir uns unterschiedliche Positionen von Philosophen, Psychologen und anderen Wissenschaftlern an. Damit ihr nicht nur eine Sicht auf die Thematik habt, solltet ihr das Video unbedingt bis zum Ende anschauen. Denn es gibt gute Gründe, dass Religion sowohl krank als auch gesund macht. Dabei liegt es wie immer an euch zu entscheiden, welche Argumente euch überzeugen. Religion als Krankheit. Ich betrachte die Religion als Krankheit, als Quelle unnennbaren Elends für die menschliche Rasse. Die Idee, Religion als Krankheit zu sehen, ist nicht neu. Bereits der Begründer der Psychoanalyse, Sigmund Freud, sah besonders monotheistische Religionen als eine Geisteskrankheit, genauer gesagt als eine universelle Zwangsneurose an. Man muss hier erwähnen, dass die Begriffe Geisteskrankheit und Zwangsneurose in der Psychologie nicht mehr gebräuchlich sind. Man spricht stattdessen von psychischen Störungen und Zwangserkrankungen. Eine psychische Störung führt zu Veränderungen der Wahrnehmung, des Denkens oder Fühlens und bringt in der Regel auch Probleme im täglichen Leben mit sich. Eine Zwangsstörung ist eine spezielle psychische Erkrankung, die vorliegt, wenn eine Person einen inneren Drang hat, etwas zu denken oder zu tun. Dagegen können sich Betroffene nicht selbstständig wehren und müssen die Beeinträchtigungen im Alltagsleben in Kauf nehmen. Freud sieht den Grund für eine solche Störung bei der Verdrängung einer Triebregung. Der entscheidende Unterschied ist für ihn lediglich die Art der Triebe, die bei einer Neurose sexueller und bei Religion egoistischer Herkunft ist. Doch warum sollte Religion eine solche Zwangserkrankung sein? Nach der Auffassung des Psychoanalytikers unterdrückt ein religiöser Mensch unbewusst innere Triebe aus Angst vor einer drohenden Bestrafung durch Gott. Diese lassen sich auf unbewältigte Kindheitskonflikte zurückführen, die das Erwachsenwerden der Menschen verhindern. Ihre Vorstellung von Gott ist nach Freud die Erfüllung des kindlichen Wunsches nach Schutz durch einen übermächtigen Vater. Dieses Wunschdenken dient wie bei Kindern zur Bewältigung der Wirklichkeit. Die Furcht vor dem Urteil Gottes löst dann die egoistischen Triebe im Menschen aus. Für Freud sorgt sich ein religiöser Mensch vor allem um sich selbst. Zur Beruhigung des entstandenen Schuldbewusstseins dient schließlich die neurotische Zwangshandlung wie ein Gebet oder eine andere religiöse Handlung. Auch der Evolutionsbiologe Richard Dawkins sieht religiöse Handlungen und Überzeugungen als das Ergebnis einer kindlichen Indoktrination. In seinem Bestseller Der Gotteswahn vergleicht der Evolutionsbiologe Religion mit einem Virus, der Gläubigen in der Kindheit eingepflanzt wurde und sie seitdem verfolgt. In das egoistische Gen schreibt er: Glaube ist in der Lage, Menschen zu derart gefährlichem Wahnsinn zu treiben, dass er sich in meinen Augen als eine Art Geisteskrankheit qualifiziert. Die Psychologie zieht hier aber eine eindeutige Grenze zwischen religiösem Glauben und religiösem Wahn. Während der Glauben eine einigermaßen realistische Selbsteinschätzung ermöglicht, neigen Menschen mit religiösem Wahn zu einer überheblichen Selbsteinschätzung und behaupten, religiöse Überzeugungen zu wissen und nicht zu glauben. Religiöse Wahnsymptome lassen sich bei vielen psychischen Störungen wie Schizophrenie, Psychosen oder Depressionen wiederfinden. Religiöser Wahn selbst ist also keine psychische Störung, sondern nur das Symptom anderer Erkrankungen. Ist es also womöglich komplett falsch, Religion als eine psychische Erkrankung bzw. Zwangsneurose zu bezeichnen? Religion als Gesundheit. Der Mensch hat zwei Beine und zwei Überzeugungen. Eine, wenn es ihm gut geht, und eine, wenn es ihm schlecht geht. Die letzte heißt Religion. Einige religionspsychologische Studien haben ergeben, dass hochreligiöse Menschen Schmerzen und Leiden besser verarbeiten können. Kann Religion überhaupt eine Krankheit sein, wenn sie uns helfen kann, Krankheiten besser zu überstehen? Der Sozialpsychologe Erich Fromm zählte den Glauben zu den Grundbedürfnissen des Menschen. Für ihn ist Religion das Gegenteil einer Krankheit. Sie ist notwendig, damit wir nicht krank werden. Fromm sieht das religiöse Bedürfnis als ähnlich existenziell wie Nahrung oder Sexualität.
Diese gesundheitsfördernde Wirkung tritt aber nur ein, wenn Religion nicht autoritär, sondern humanistisch wirkt. Hatte er mit seiner Behauptung recht? Was sagt die heutige Psychologie dazu? Der Psychiater und Psychotherapeut Raphael Bonelli hat zahlreiche Studien ausgewertet und festgestellt, dass Suchterkrankungen, Depression und Suizid bei religiösen Menschen seltener vorkommen als bei Atheisten. Religion schafft also tatsächlich eine gewisse psychische Stabilität. Man spricht auch von Resilienz und hat deshalb ziemlich wahrscheinlich eine positive Wirkung auf die psychische Gesundheit. Auch Bonelli räumt ein, dass neurotische bzw. extrinsische Religiosität den Einzelnen krank machen kann. Extrinsisch heißt so viel wie nach außen gerichtet. Der Grund für ihren Glauben kann zum Beispiel sein, dass er nur zum Aufbau zwischenmenschlicher Beziehungen, zur Sicherung eines glücklichen Lebens oder als moralische Instanz genutzt wird. Diese Art der Religiosität kann bis hin zum Fundamentalismus oder Fanatismus führen und ist schädlich für das Wohlbefinden der Psyche. Wer hingegen ein intrinsisch motiviertes Gottesbild hat, also aus inneren Überzeugungen an ihn glaubt, dem kann seine Religiosität laut Bonelli tatsächlich zu besserer mentaler Gesundheit verhelfen. Die genannten Statistiken zeigen natürlich nur Korrelationen auf und keine Kausalitäten. Nur weil du Atheist bist, musst du nicht zwangsläufig unglücklicher sein. Denn psychische Gesundheit und Glück lassen sich, wie Bonelli meint, häufig nicht auf den Glauben an Gott an sich zurückführen, sondern vielmehr auf die sozialen Beziehungen, die bei religiösen Menschen meist stärker ausgeprägt sind als bei Atheisten. Auch Richard Dawkins ist sich dessen bewusst, dass religiöse Menschen glücklicher sind und zitiert in Der Gotteswahn George Bernard Shaw. Die Tatsache, dass ein gläubiger Mensch glücklicher ist als ein Skeptiker, trägt zur Sache nicht mehr bei als die Tatsache, dass ein betrunkener Mensch glücklicher ist als ein nüchterner. Er hat dahingehend recht, dass das individuelle Glück für den Wahrheitsgehalt der Religion unbedeutend ist. Für unsere psychologische Betrachtung hingegen ist das Glück sehr wohl relevant. Denn wenn psychische Störungen zu Belastungen und Leid führen, Religionen aber glücklicher machen, kann man sie dann überhaupt als psychische Erkrankungen bezeichnen? Fazit: Ist Religion jetzt also eine psychische Erkrankung? Zum Teil ja, zum Teil nein. Die heutige Psychologie sieht vor allem religiösen Wahn als ein Symptom einer psychischen Störung an. Ein großes Problem in diesem Zusammenhang ist religiöse Erziehung und Fundamentalismus. Wenn Menschen sich hingegen aus innerer Überzeugung für religiösen Glauben entscheiden, kann Religiosität sogar einen positiven Einfluss auf die Psyche haben. Doch jetzt seid ihr gefragt. Welche Meinung überzeugt euch? Lasst uns zusammen sachlich in den Kommentaren diskutieren. Du interessierst dich für Psychologie und Philosophie? Dann solltest du diese Videos unbedingt anschauen. Danke fürs Einschalten und wir sehen uns im nächsten Video.